Ja, und ein recht herzliches Hallo zu MotoGP 15 im April der Racing Team. Grissini, Freunde, und heute, ich habe es auch versprochen, 100% Rennen. Heute schauen wir uns mal an, ob uns die Luft ausgeht oder nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schauen mal, wie wir das über die 100 Runden schaffen. Gut, Sachsenring, ja, da sind wir eigentlich im Schnitt zu den anderen doch ein bisschen schneller. Aber jetzt passen wir gerade rein, deswegen fahren wir es hier einfach. Und gewonnen haben wir hier natürlich noch lange nicht, auch wenn wir hier vom Schnitt her ein bisschen schneller sind. Auch jetzt hier 1,8 schneller gewesen im ersten Quali. Deswegen lassen wir das gleich einmal hier durchlaufen. Und ja, sonst wäre ich da jetzt auf der Pole. Das wollen wir natürlich nicht. Wir starten wieder von der 12. Marquez vor Lorenzo Rossi, Dovizioso und Dani Pedrosa. Schauen wir mal, ob Marc Marquez vor Jorge Lorenzo ins Ziel kommt oder nicht. Marc Marquez, was ich mir jetzt erinnern kann, glaube ich, hat schon 40 Punkte Rückstand auf Lorenzo und Rossi oder so, grob jetzt nochmal, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und deswegen gehen wir auch gleich direkt rein ins Rennen und starten zugleich das Rennen hier. Willkommen zu den WM-Läufen in Deutschland mit einer Live-Übertragung vom Sachsenring. Die Streckenvorbereitungen sind fast beendet. Das MotoGP-Rennen wird in Kürze starten. Der Himmel ist wolkenfrei und laut letzter Wetterberichte können wir mit den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit hier rechnen. Genau, perfekt. Fast kein Wind. Ja, jetzt ist die Frage. Welche Reifen? Ich werde es einfach mal versuchen. Mit zweimal weich, obwohl ich sehr angetan wäre, vielleicht hinten den harten reinzugeben. Obwohl ich damit eigentlich keine Erfahrungen habe. Wir werden uns das einfach mal so anschauen, was passiert mit zweimal weich. Bevor ich da das Heck verliere, vielleicht am Anfang mit den harten Reifen, weil ich es nicht ganz gewohnt bin. Ja, los, wir fahren eh lange genug. Starten wir gleich ins Rennen hier. 100%, 30 Runden am Sachsenring, Freunde. Viel Spaß. Los geht's. Ich werde mal mit Traktion niedrig anfangen, wenn wirklich der Reifen dann runter geht. Wenn es dann vielleicht schon zum Blinken anfängt oder so, werden wir vielleicht auf Mittel stellen, die Traktionskontrolle. Da sollen wir sie mal ganz gemütlich einreihen. Ohne gröberen Schnitzer mal. Wir fahren noch 30 Runden. Warum wir jetzt nicht den Helden spielen in der ersten Runde? P10, das ist eh schon wieder mal grundsätzlich optimal für unsere Aprilia. So, Espargaro hier auf, das freue ich mich auch schon auf die Saison hier. Mit Suzuki vielleicht um den Weltmeistertitel. Ja, nächstes Jahr dann, nächste Saison, werden wir uns die Ducati holen fürs private Team. Ich glaube, die 14-2er holen wir sich, bin mir nicht ganz sicher, muss ich mir noch überlegen, aber 14-2er oder 14-1er. So, hier ganz gefährlich, da bin ich, glaube ich, beim letzten Mal so oft gefallen. Was ist denn da los? Ich möchte ein bisschen, habe ich da ein bisschen nicht ganz so das Feeling noch oder das Vertrauen. Macht aber nichts. Wir werden schon reinkommen mit 30 Runden Zeit. So, ja, ist der Reifen natürlich noch top, keine Frage. Bin gespannt, wie er sich wirklich entwickeln wird. So, gehen wir bei der ersten Runde hier als 10. über die Linie. So, beim ersten Mal werden wir da mal ganz, ganz entspannt anbremsen. Ja, genau. Fast schon zu entspannt. So, hier gefährlich. Nicht voll aufs Gas. Wir kennen ja schon unsere Stellen hier. Ja,
keine Special heute mehr mit 100%. Lasst mir da gerne ein Feedback da, wie euch das gefallen hat, ob wir wieder eins bringen sollen oder ob es doch zu lang ist für den einen oder anderen. Na, hier sehen wir schon, oh, da könnten wir wieder einiges gut machen, hier rechts auf jeden Fall. Vorne werden wir nichts riskieren bei der links, bei der langen, aber da die rechts raus, könnten wir schon versuchen zu attackieren. Hier raus ist auch gefährlich, Sturzgefahr ist gegeben. Bradley Smith hinten hat ein bisschen Abstand auf uns. So, jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie die hier bremsen, die Kollegen. Ja, hier ist es, glaube ich, zu riskant zum Überholen. Oh, ist das ein Notfall, dass wir hier mal einen Angriff vielleicht starten müssen. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt das komplette Rennen durchfasseln werde. Kann das sein, dass ich ein bisschen stellen, weil ich auch mal ein bisschen ruhig bin. Aber dann ist es vielleicht eh nicht der Fall. Schauen wir mal. Ich werde euch immer wieder die Situation hier neu bewerten. Ja, und so nebenbei werde ich mal jetzt auch, was mir gerade einfällt, ich darf jetzt nicht zu sehr abschweifen, sondern mich wirklich hier aufs Rennen konzentrieren. Runde 3 und jetzt geht es gleich in die Runde 4. Wir sind noch auf P10. Und ich will hier noch nicht allzu aggressiv agieren, denn ich will ja natürlich auch den Reifen vielleicht ein bisschen schonen. Und B nicht gleich irgendwo abfliegen. Aber rechts raus dann können wir es einmal versuchen anzugreifen. So, Elijah auf jeden Fall vorbei hier an Paul, an seinem Bruder. Mit der Tektra. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich werde mir jetzt demnächst vielleicht das neue NHL 16 zulegen. Und da werden wir es vielleicht angehen. Vielleicht sogar einen Spieler, einen Beer Pro. Den Goalie möchte ich auf jeden Fall wieder. Da habe ich schon geile Features gesehen, was da alles neu ist und so. Da fängt man nicht in der NHL an, sondern hier in der unteren Liga. WHL, also wer da vielleicht interessiert ist, ist herzlich bei mir eingeladen, auch da vorbeizuschauen. Dann wird, wenn alles passt, vielleicht sogar am Donnerstag einen Livestream geben. Mal schauen, wie, wann und wo. Ich werde es mir natürlich auf der Xbox gleich zulegen und dann natürlich auch mit Facecam. Die auch beim Anbremsen sehr gefährlich, dass man vielleicht herfällt. Was auf der Stufe, auf der schwierigsten Fahrstufe jetzt auf Pro ja eigentlich fast schon besser ist, ist, dass man nicht mit dass nicht das Hinterrad automatisch mitbremst. Somit kann einen das irgendwo in gewisser Phase nicht wirklich überholen, auch wenn man hier so voll in die Eisen geht. Die Gefahr besteht dann nicht. Ich kann selber entweder überhaupt nicht bremsen oder selber mal wieder runtergehen. Ehrlich gesagt bremse ich so gut wie gar nie, weil ich gelesen habe, dass es in echt eigentlich auch einige sogar gar nicht machen, das mitbremsen. Maximal das mit Absicht das Hinterrad ein bisschen ausrichten, gleich für die nächste Kurve oder so in die Richtung. So, schauen wir jetzt aus. Will er natürlich hinter seinem Bruder nach, aber da quetschen wir uns einmal rein. Kommt der Konter. Oh, da ist er. Ja. Da will er wieder zurück. Ja, hinten ist der Teamkollege Bradley Smith. Hängt uns auch.
den Ferschen. Schau, was sagt eigentlich der Reifen hinten? Der ist eigentlich von der Temperatur her eigentlich zu hoch. Jetzt kommt er wieder runter. Auf der Geraden? Komisch. Na, der ist auch schon wieder oben. Das ist nicht gut, denn das heißt, der Verbrauch ist da ein bisschen höher dann. Ja, ich habe mir gedacht, das hinten. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze noch über die komplette Distanz entwickelt. Oder ob man da wirklich eventuell einen Herbstrennen brauchen würde. Ich kann mir erinnern, glaube ich, Misano bin ich da nicht einmal 100% oder also 50. Da hat es dann auch hinten schon zu blinken angefangen im Reifen. Also hinten ist phasenweise gar nicht so schlecht, glaube ich, einen Herbstrennen eventuell zu nehmen, wenn man 100% fährt. So, bei meinen 35er habe ich dann auch überhaupt noch die Probleme gehabt. Jetzt hat er schon ein bisschen Abstand, vielleicht können wir hier noch einmal angreifen. Ah, das war vom Timing nicht ganz so optimal. Hier nehmen wir außen, sehr schön, optimal. So, wer fährt da vor? Elish, gar nicht so, so am Radar. Crutchlow, sehr schön, mit der Honda. Ja, da kann man schon mal unser Motorrad für die fürs übernächste Jahr bewundern. Ja, da fährt schon eine leichte Kampflinie hier. Elish Espargaro. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob vielleicht nicht von hinten der Kollege Paul daher schießt. So, neunter, wir sind schon einstellig. Das ist sehr gut mit unserer Aprilia hier. Runde 7. Von 30 haben wir schon nebenbei. Hier voll aufs Fahren und konzentrieren. Nirgends anders hinschauen. Aber ich glaube, gerade hier jetzt beim 100% dann bin ich irgendwie fast noch ein bisschen mehr fokussiert als bei so einem kurzen Rennen. Ich weiß schon wieder, das war das Problem. Da bin ich innen rein und dann sind die auch immer reingezogen, weil sie gesehen haben, dass ich innen bin und dann haben sie sich so abgeräumt. Ah, ich weiß schon wieder den Fehler, deswegen ja, dann auf keinen Fall, wenn es überhaupt irgendwie gehen sollte, dann außen versuchen. Auf keinen Fall da innen, das ist sehr gefährlich. Da schießt er immer rein dann, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß schon wieder. Das war voriges Jahr ja das Problem. Weil ich da dreimal in einem Grand Prix, glaube ich, gestürzt bin oder so. Und trotzdem dann noch ein gutes Ergebnis rausgefahren habe. So, Rossi von Lorenz und Marquez. Doch wieder die beiden Yamahas vorne. Was ist dieses Jahr mit dem Marquez los und mit der Honda? Kein gutes Jahr. Wo ich jetzt das erste Mal dabei bin in der MotoGP. Mal schauen nochmal, Elish. Jetzt in näherer Zukunft abfangen können. Genau, das ist das hier. Kein Risiko, will er absolut null Risiko eingehen. Oh, auch hier kommt er rüber eigentlich, okay. Gut zu wissen. Ja, mit Reifen hinten, Temperatur. Ja, schwankt immer so zwischen grün und orange, also ist nicht ganz so dramatisch, aber es könnte trotzdem die letzten 3, 4, 5 Runden vielleicht sein, dass er dann doch ein bisschen müde wird, der Reifen. Und dann abbaut. Ja, noch schaut es relativ entspannt aus eigentlich. Auf dem Verbrauch sind wir nicht wahr. Auf keinen extremen Unterschied nach einem Drittel Fahrzeit. Hoppala. Ja, ich bin auch nicht wirklich aggressiv unterwegs, muss man auch sagen. Im Vergleich zu den kurzen Rennen. Also vielleicht hilft das doch, wenn man ein bisschen entspannter reingeht an die Sache. Reingeht, rangeht. Gut, aber das hilft uns auch nichts, wenn wir noch die Hälfte Gummi oben haben, weil wir viel langsam gefahren sind. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, wir schauen uns mal das auf jeden Fall noch mal trotzdem mal ruhig an, die 100%, wie sich da der Reifen jetzt entwickelt. Wie das grob aussieht. Bis zum Ende natürlich, da wird es erst interessant.
So, geht hier das aus? Ja, sind wir mal noch Achter schon. Sehr schön. Können wir es noch halten? Sind wir im Radar, wo sind die anderen? Biegen jetzt vorne gleich ein. Rossi, Lorenzo, Dovizioso. Marc ist Nummer 4. Von der Dovizioso Ducati überholt. Also von ihm, nicht von der Ducati selber, sondern ja, von ihm unter Ducati. Jetzt müssen wir mal auf der Ziel, über der, bei der Ziellinie war so. Hier möchte ich auch noch eine kleine Sorry sagen für Urs Le Mans. Letztes Alex Hoffmann Video bin ich wieder gestürzt in der letzten Runde. Das ist wirklich keine Ahnung, was ich da habe. Ich muss mich jetzt speziell auch hier dann auf die letzte Runde mal speziell konzentrieren, dass ich mir nicht wieder den Unfall hier einbaue. Ich weiß nicht, was da schief läuft bei mir. Hier genau, und dann war immer der Unfall hier, so war das. Ich komme sogar am Karl Quatschler vorbei. Ja, das ist hier, also wenn zumindest die rechts hier passen würden, wäre es schon um einiges angenehmer, der Grand Prix. Wenn auch immer, wäre noch immer, vielleicht immer ein Ticken schneller, aber das ist natürlich leider ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und jetzt haben wir, sind wir schon hinter Dani Pedrosa, der hat es auch nicht nur im Gewollt ist, aber auch im Rennen eine relativ schwache Leistung hier aufliefert. Das ist noch eher die Einstufung am Anfang der Saison, wo er auch langgeschlagen war. Mittlerweile ist er da schon ganz gut dabei und kämpft mit Rossi und alles. Also ist schon wieder im Prinzip der Alte fast. Nebenbei Rundrekord hier für uns. Ja, null Update, gar nichts. Leider extrem schwach diesbezüglich das Spiel. Ein so ein Fahrer-Update oder irgendwas. Also das kann auch für diese dieses kleine Entwicklerstudio nicht zu viel sein. So, nicht drüber ärgern, sondern wieder aufs Fahren konzentrieren, dass ich nicht da wieder hinten zum Rutschen anfange oder so. Wir bleiben fokussiert beim Rennen. Der Crusher oder schon wieder jetzt hinter uns. So, jetzt kann ich mir aber hier hoffentlich einmal, wenn ich hier mein Tempo durchfahren kann, ich glaube, da gewinne ich einiges. Ja. Sehr schön. Also wegen dem Pedrosa werden wir auch relativ nahe jetzt wieder kommen. Ja, 11 Runden, jetzt hätten wir wahrscheinlich unsere 35% hätten wir im Prinzip schon. Also noch einmal zweimal das Rennen, kann man sagen. Man fährt hier wirklich komplett anders, als wir in 100% Rennen fährt, als wir nur in 35%. Hier gibt es auch in gewisser Hinsicht ein bisschen entspannter. So, jetzt nehmen wir uns dem Kollegen Pedrosa mit der Werkshonda. Da geben wir ihm noch eine Runde, bevor wir ihn uns schnappen. Vielleicht nicht ganz so knapp, wenn es geht. Man weiß ja nicht so hundertprozentig, wie die KI fährt. Aber es war einiges besser über Forza, weil da ist er phasenweise dramatisch mit den Kurven. Die Bremse, genau. Wäre hier ganz gefährlich. Was sagt der Reifen? Ja, relativ gleich abgeschlissen trotzdem, was von vorne und hinten. Und absolut kein Problem. Ich glaube, schaut fast so aus, als hätten wir hier kein Reifenproblem, was ich mir eher gedacht hätte, denn wir haben mit zwei Runden die Hälfte und schaut vom Gefühl her eigentlich top aus. Jetzt hätten wir erst 80% oder hätten wir noch 80% drauf am Gummi.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da ein Problem bringen. Ja, hier haben wir kein Problem, wenn wir hier voll in der Schräge drin sind, wenn wir auch vom Gas gehen, dann gibt es hier überhaupt kein Problem. Online muss man da schon sicher ein bisschen riskieren, wenn man da ein paar gute Gegner hat wahrscheinlich, da muss man da voll durchziehen. Da muss man schon eine optimale Linie finden. So, jetzt schauen wir mal, was die Honda hergibt und was die Aprilia fährt. Aber wir sind im Prinzip gleich schnell, das kann es eigentlich auch nicht ganz sein. Also allein vom Leistungsindex, ich glaube nicht, dass der Motor hier gleich stark ist. Aber das passt leider auch nicht. Vom Gefühl her jetzt von mir. Aber wir haben gesehen, wir sind gleich schnell wie die Repsol Honda, also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Okay, im unteren, in einem leichteren Schwierigkeitsgrad lasse ich mal vielleicht noch einen reden. Aber hier oben sollte das schon ein bisschen ein Unterschied sein. So in echt. Boah, hui, hui. Ja, da ist eben das Eco, die KI. Nicht ganz auf der Höhe, so, da oben am Berg. Sonst geht's noch halbwegs. Haben wir die 15. Runde, das heißt Halbzeit. Die müssen wir die Hälfte noch durchhalten. Geben sicher einige Chancen, ist das sicher auch komplett an. Einige werden auch ein bisschen vorspulen, denn das vielleicht zu lang ist. Aber mir macht es ehrlich gesagt echt Spaß. Also wenn ich die Zeit habe und einmal generell euch von der Mehrheit her das auch gefällt, muss ich gleich schauen, wann ich das nächste eventuell einplanen kann. Aber jetzt warte ich mal hier die Comments ab. Und ich kann am Ende natürlich noch einmal fragen, ob ihr das auch weiterhin noch sehen wollt, 100% Rennen. Ist es zum Glück nicht so lange über der Formel 1. Da wird es noch eine Stunde noch zusätzlich drauf geben, zur Dreiviertelstunde hier. Ich glaube ungefähr 40-45 Minuten dauert, glaube ich, ein MotoGP Grand Prix, so grob jetzt. Ah, da konnte ich nicht ganz aufs Gas gehen. Ja, jetzt sind wir sogar fast schneller wie Pedrosa. So, da fährt jetzt ganz innen. Ja, fährt eine super Linie. So, Rossi vor Lorenzo, Dovizioso, Marquez noch immer nur Vierter. Ducati schneller als Marquez, das gibt's ja gar nicht. Dann hat Marquez diese Saison ein bisschen einen Durchhänger. So erfolgshungrig oder jetzt mit seinem neuen Rahmen. Vielleicht haben sie beim Spiel den alten nicht wieder zurückgegeben, mit dem er ja glaube ich jetzt unterwegs ist, denn mit dem neuen konnte er ja gar nicht fahren. Und dann ist auch der Motor sehr aggressiv beim Gas geben. Das darf man ja dann die Motoren, die 5, was sie glaube ich haben dürfen, sind ja alle verplombt, da darf man nicht mehr nichts mehr herumschrauben. Ich hoffe, sie werden das dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser wieder hinkriegen. Und ich hoffe, am geilsten werde ich auch nächstes Jahr in echt das Rossi, Lorenzo und Marquez, weil sonst sehe ich da nicht wirklich wen. Ja, Pedrosa nicht wirklich über die Saison leider. Also ganz vorne zumindest, dass er wirklich um einen Weltmeistertitel gut gefightet wird. Würde mir schon noch sehr gefallen. Ja, wen nicht natürlich. Rossi, obwohl er schon... Oh! Oh!
Marquez und Dovizioso hier mit einem Unfall. Ja, was ist denn da los? Da haben sie sich... Oder hat Marquez da den Nerven verloren, wollte Dovizioso überholen? Wenn man das natürlich im Replay, dass man da bis dahin vorspult und man das sehen. Ich glaube, das ist, wenn es überhaupt drauf ist, ein bisschen zu viel des Guten. Ja, das ist natürlich eine neue Situation für uns. Wir sind natürlich noch immer Siebter, kein Thema. Aber es sind der Marquez und Dovizioso. Jetzt schauen wir mal vielleicht, ob die schneller sind wie Pedrosa. Müssen sie eigentlich, dann müssen sie ihn eigentlich überholen. Aber Marquez war auf jeden Fall dran an Dovizioso, so wie steht fest. Und jetzt sind die beiden, Lorenzos, wollte ich schon sagen, die beiden Yamahas natürlich komplett vorne alleine weg. Aber wer ist jetzt Dritter? What the hell? Iannone? Weil natürlich für ihn ein Top ergeben ist. Werden wir dann bei der Zieldurchfahrt gleich einmal dann sehen. Ja, die Chance hier Marquez sogar anzugreifen haben wir da. Der Rossi erster, relativ weit vor Lorenzo habe ich gesehen und dann jetzt weit nichts. Und Iannone wirklich Dritter. So wie Marquez, mit Marquez will ich mir jetzt nicht unbedingt anlegen. Außerdem braucht er jede Punkte. Ich habe es mal so grob versucht innen, aber... So, Dovizioso jetzt schon dran hier an Pedrosa. Schnüffelt er schon am Auspuff mit seinem Helm. Ja, Dovizioso wirklich ein gutes... Aber gut, dass er hier auch vor Marquez fahren kann. Das finde ich schon geil auch. Sehr gut. Ist ja hinter uns. Ja, lange nichts anscheinend. Also nichts Unmittelbares hinter mir. 2,5 Crutchlow. Okay. Perfekt. Ja, Marquez hier nicht so den Speed wie gehofft. Jetzt hat er sogar selber ein bisschen den Anschluss verloren. Da muss ich mich ein bisschen reinzwicken. Geht sich aus, jawohl. Und wir haben Marquez überholt, das gibt's ja gar nicht. So, Dovizioso kämpft da jetzt gegen Pedrosa, will da unbedingt vorbei. Hoffentlich nicht wieder vorne mit einem Unfall. Aber da haben sie sich gegenseitig irgendwie abgeschossen, oder Marquez, Dovizioso. Jetzt sind sie wohl irgendwie weggerutscht, sie sind da beide zugleich durch die Schikane wollten wahrscheinlich. Runde 19 von 30 haben wir, 11 Runden noch. Und der Reifen ist top. Aber reifentechnisch brauchen wir sich mal keine Sorgen machen. Aber ich fahre trotzdem meinen Rhythmus weiter, also da will ich nichts dran ändern. P6, was will man mehr? Mit Aussicht noch nach weiter vorne. Ja, 5, 4 und da vorne ist eigentlich schon 3 Iannone da vorne, wenn man nicht alles täuscht jetzt eigentlich. Vor den beiden. Wir sind 5, 4, also 5 und 4 vor mir, ja, das, ja es ist ja Iannone. Es ist Iannone. Und die anderen sehen wir auch, hat ja, vorne ist noch Lorenzo gerade abgebogen. Auch nicht so weit weg. Marquez, der kommt auch nicht mehr hinter mir daher und das versucht mich ja zu attackieren oder so. Oh, Marquez ist schlecht drauf. Er hat einen schlechten Reifensatz erwischt, aber ich weiß nicht was. Auf jeden Fall Marquez außer Form, ist ein bisschen angeschlagen, hat sich verletzt irgendwo, ich weiß nicht. Ich habe gerade gelesen, dass in echt hier Dito Rabat sich irgendwas gebrochen hat. Er fliegt zwar jetzt nach Modega, wo sie das nächste Mal fahren, aber ob er jetzt wirklich an den Start gehen kann, ist eine andere Frage. Und wenn nicht, glaube ich, dann ist Zarco Weltmeister oder so, irgendwas habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell ist, wenn er gar nicht antritt oder wenn er gewinnt. Ich habe das jetzt ganz nicht ganz so im Kopf. Aber er könnte Weltmeister werden. Ich weiß jetzt schon ziemlich viele Punkte Vorsprung. Es könnte durchaus sein, dass er schon Weltmeister ist, auch wenn er gar nicht antreten, nur einfach nur mit Rabatt. Aber ich glaube nicht. Das war nicht so gut. Zum Glück kein Sturz. Zum Glück kein Sturz. So, jetzt wieder. Ja. Muss ja mal nach 20 Runden. Und
aufs Glück aufgemacht, nicht gebremst, nicht ausgegeben. Da haben wir Glück gehabt. Ja, und Dominicioso kommt nicht an Pedrosa vorbei. Ja, ist ja immerhin noch immer Pedrosa, auch wenn er mit seiner Honda, so wie auch Marquez, hier absolut nicht zurechtkommt auf den Kurs. Wir dafür umso besser. Gummi noch da, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, und wir haben schon 21 von 30 Runden. Das Thema können wir, glaube ich, abschließen ziemlich. Zumindest mal auf dem Kurs. Na, auch wenn man da schneller rauskommt, muss man erst einmal hier die Linie finden. Na, wir versuchen es mal, aber... Oh, da kommt Pedrosa und Dominicioso halten wir jetzt wieder auf. Wir haben es mal versucht, wir sehen, da hinten geht was. Jetzt haben sie noch können den Konter hier starten. Aber es nur mal theoretisch P4 wäre natürlich der Traum. Ja, 122 von 30, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ist ja nicht vorbei, aber so dramatisch war es jetzt gar nicht. Macht ja auch Fun. So ist ja nicht. Sonst würde ich es ja auch nicht fahren, natürlich. Da hat es mir auf der falschen Seite wieder. Da habe ich ein bisschen Windschatten und so. Zu viel. Aber nichts passiert, Gott sei Dank. Ein bisschen Dreck am Reifen. Jetzt sind wir noch gerade mal hinter Marquez. Ja, von lauter zwischendurch und schauen, und haben wieder komplett im Bremsen verpasst. Gott sei Dank nicht gestürzt. Ja. Kaum fährt man nicht ganz normal, oder ich zumindest. Aber ich bin irritiert, dass ich dazwischen beide reinkam. Aber ja, gut. Komplett auf meine Kappe. Was habe ich verpennt? So, dann schauen wir mal, dass wir hier an Marquez wieder rankommen. Ach, hier zu schnell. Gut. So, jetzt nicht zu viel wollen, Bernie. Wir kommen da schon ran. Keine Sorge. Wir haben gesehen, im Alleinefahren haben wir da ein super Tempo drauf eigentlich. Kriegt man mal genug. Freunde.
Schaut er vielleicht, wenn Hälfte oder mehr der Hälfte der Gummi weg ist, vielleicht ist das doch schon vom Gripniveau her ein bisschen weniger, weiß ich nicht. Aber wir werden da nichts riskieren. Könnte aber sein, dass das doch schon ein bisschen weniger ist. Dann sauber hier. Ah, wir kommen schon wieder jetzt langsam rein, das passt. Ich hole das Mackes hier an die zweite im Zweikampf fast. Okay, jetzt nicht, aber waren. Weil er nicht mitgehen kann. Fehlt ihm irgendwo der Speed heute? Marco Marquez. Quoli hat das aber geschafft gehabt. So, wir sind aber wieder halbwegs dran an Marquez. Also halbwegs. Von 30. Ja, mit dem Sieg reden wir auch hier weit nicht mit. Auch wenn wir vielleicht über eine Runde wirklich eine Topzeit hinknallen können, aber über die komplette Distanz ist das dann doch ein bisschen risikoreich. Schon mal alleine hier, wie viel man da eigentlich schneller sein könnte. Und hier kommen noch immer die... Ja, es ist nicht ganz so dramatisch im folgenden Teil, aber es geht noch immer schön zum Überholen. Ja, Dovizioso und eben beim Pedroso jetzt eigentlich komplett vorbei und... Ja, Iannone wird er wohl nicht mehr kriegen, aber er ist auf jeden Fall schneller auch, wie Iannone. Also echt gar nicht mehr der Fall ist, dieses Blatt eigentlich ein bisschen gewendet hat zugunsten Iannones. Habe ich jetzt die letzten Kompromisse, die ich mal ganz so im Kopf hatte, wo die Platteste gelandet sind. Ich glaube, ein bisschen mehr rutscht schon hinten. Ich glaube, ein bisschen mehr rutscht auf jeden Fall hinten. Wird uns aber hoffentlich nicht weiter betreffen. Sehr schön. Sehr schön durchgefahren. Das haben wir schön mitgenommen, den Rhythmus. Den Speed aus der Ecke raus, das haben wir gut gemacht. Und wir sind schon wieder Fünfter. Ja, Rossi vor Lorenzo. Jetzt kommt natürlich Iannone, Dovizioso, Baum. Sehr schönes Ergebnis, 27. Runde von 30. So, wenn es geht natürlich, wenn wir uns noch einmal ranschnuppern, Herrn Dovizioso, obwohl der natürlich noch den größten Speed hier von allen her hat. Aber möglich, glaube ich, ist es trotzdem. Ich glaube, die schnellste Runde haben wir auch noch inne. Wenn wir wollten, könnten wir. Aber wie gesagt, das ist doch phasenweise ein bisschen zu risikoreich. Man weiß nicht, was passiert. Und speziell auch im Verkehr. Wenn man von der Pole wirklich startet, könnte man wirklich einen Start-Ziel-Sieg halbwegs hinkriegen, denn man, wenn man wirklich von alleine vorne wegfährt, kann man auch den Vorsprung, glaube ich, rausfahren. Ich glaube, das geht. So, Aprilia gegen Ducati, schönes Duell auch natürlich. Das würde natürlich die Aprilia-Verantwortlichen hier nur allzu gerne sehen, wenn wir hier die Ducati oder eine der beiden Ducatis hier schlagen könnten. Ja, ob wir dann für nächstes Jahr einen Kundenmotor bekommen. Oder für zwei Jahre. Nein, nächstes Jahr, Blödsinn. Ja, ist natürlich eine andere Frage dann, aber wenn wir schon den Speed haben, wollen sie auch uns vielleicht haben.
Espargaro dann wahrscheinlich eher als Werksfahrer. Das ist Armenien ja mit der Ducati auch wieder Probleme, aber wir werden schon eine bekommen. Wenn wir hier die Scheine auf den Tisch legen, machen wir da keine Sorgen, dass wir da auch ein Moped bekommen. Mittlerweile in der Runde 28 von 30. Sehr schöner Grand Prix von mir aus gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Eine andere kleinere Schnitzer, einmal im Kies. Aber bei 30 Runden kann man da ruhiger mal auch einen kleinen Schnitzer drin haben. Jetzt reden wir nicht zu viel davon, weil dann bauen wir vielleicht noch einen ein. Uah. Das war jetzt ein bisschen zu gefährlich. Uah, da kommt er ja, ich weiß, das ist nur, dass man da ins Hinterrad reinfährt. Ah, man hat es gesehen, da wollte ich die engere Linie nehmen und dann voll das Gas und dann ist er schon da hinten ein bisschen ausgebrochen, weil er dann noch nicht ganz so die Traktion aufbauen kann. Obwohl wir eigentlich schon fast gerade waren. Die Maschine aber ging nicht ganz, der Kurve einfach. Das Ganze jetzt auf 1080 oder auf 720p rendere, weil es ja länger geworden ist, weiß ich nicht, werde es aber eh sehen. Ich weiß es selber nicht, wie es ausgeht, wenn ich es über Nacht laufen lasse. Dann ist eigentlich relativ egal. Aber es besteht nur die Möglichkeit, aber das ist sekundär. So, Dovizioso. Ja, wenn alles gut geht, auch hier nochmal zur Info, wer dabei sein will. Donnerstag wahrscheinlich NHL 16. Also nicht Bier Goalie oder doch ein Feldspieler oder so. Bier Pro. Aber Videos gesehen haben mir sehr gut gefallen. Ja, NFL bin ich zwar auch der Fan, aber meine Videos hier habe ich da nicht gesehen, dass da wirklich viele Unterschiede sind oder irgendwas, was ich jetzt unbedingt spielen und probieren will. Da werde ich, glaube ich, eher einen Tag, also ein Jahr Pause machen und vielleicht nächstes Jahr wieder zuschlagen erst. Ja, NBA, puh, ist sicher auch geil. Aber da muss man sich dann auch ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, wenn man weiter reinkommt. Dass es dann Sinn macht, da fehlt mir doch leider ein bisschen Zeit. Ja, FIFA habe ich am PC, da weiß ich nicht, ob ich da was bringen soll oder nicht. Oder vielleicht fange ich mal an und schaue mal, wie die Resonanz ist. Zu einem Stimm oder so. Mal schauen. Aber NHL kommt auf jeden Fall, da waren eh noch mal 15 auf euch, ist ja ein paar dabei von euch. Da werde ich auf jeden Fall wieder mal anfangen und dann mal euch das Spiel mal präsentieren oder mal reinschnuppern. Jetzt hier vorbei an Dovizioso. So ist auch nicht, dass er mal eine mitgibt. Ach du Scheiße, wir sind in der letzten Runde. Von lauter Reden fast verpassen hier fahren, ja, ohne Sturz wären wir hier sogar vielleicht auf Platz 3 gekommen. Ja Freunde, wie geil ist das denn hier? Das war's auf P4 noch ungewollt. Dovizioso mehr oder weniger überholt und doch auf P4 hier mit unserer Aprilia hier gelandet. Marc Marquez sensationell nur auf der 7. Damit haben wir, glaube ich, auch die allerletzte WM-Chance, glaube ich, verspielt. So, ihr gönnt mir jetzt einmal einen Schluck kurz. Denn während des ganzen Gebrüß kann man natürlich wirklich was trinken. Bei Formel 1 mit Lenkern und so geht es ein bisschen einfach, dass man mit einer Hand einmal ein bisschen rübergreift. Valentino Rossi, konstant. Ja, doch, 40 Minuten, 41 Minuten waren wir unterwegs. 2,7 vor Jorge Lorenzo, 8,9 Andrea Iannone, dann Bernie Baum, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Marc Marquez, Karl Crutchlow, Aleix Espargaro auf seiner Suzuki, genau, hat er seinen Bruder doch um 4 Sekunden geschlagen, konnte aber an Karl Crutchlow nicht rankommen. Bradley Smith auf der 11,
Ja, gar nicht weit weg von Paul. Da ist er sogar, ja, da muss er auf eine Sekunde sogar rangekommen sein. Maverick leider noch auf der 12, ist aber phasenweise auch, war heuer schon ein paar Mal vor seinem Kollegen auch. Aber ich glaube, jetzt in den letzten Grand Prix war er wieder so ein bisschen abgedriftet. Ja, Scott Redding auf der Honda, gutes Ergebnis hier, ist in den Punkten. Danilo Petrucci. Und ja, beide Pramax, zumindest in den Punkten, sehr schön. Ja, Hector Barbera mit der Ducati. Auch rund wunderbares Ergebnis, Stefan Bradl, leider bei seinem Heimkompri außerhalb der Punkte. Jack Miller, Loris Bass. Na, ja, Bradl, Miller und Bass haben sich auch einen guten Fight gehabt, glaube ich. Schaut zumindest so aus. Ziemlich eng beieinander. Hayden mit Batista hier. Mike D'Amelio, Karel Abraham, Alex De Angelis, Eugene Laverty und Marco Melandri. Ja, leider letzter. Aber zumindest kein Riesenabstand und keine überdimensionale Blamage. War zumindest dran an Eugene Laverty am vorletzten. Aber gut, das ist natürlich zu wenig trotz allem. Ja, Lorenzo, Rossi vor Lorenzo, 11 Punkte. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt Marke ist 58 Punkte Rückstand. Ist einfach zu viel. Da wird er nicht einmal mehr Lorenzo einholen. Also mit der, auch wenn der jetzt einmal einen Schnitzer hat. Das ist einfach über diese Distanz anscheinend zu schwach. Und Lorenzo will jetzt, glaube ich, nicht mehr so einbrechen. Da ist er eher noch Dovizioso, dass der hier irgendwie an Marquez rankommt, wenn er so weiterfährt. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Jo, Pedrosa, Iannone, wie jetzt wieder ein bisschen nach vorne gekommen. Gott sei Dank, Arne Leisch mit seiner Suzuki vorbei. Und ja, man kann sich oft genug sagen, ich freue mich schon dann auf die Suzuki. Ja, Crutchlow, Smith, damals Paul hat Petrucci noch einmal überholt. Jetzt wieder heute Vinales, Hernandez. Und so weiter und so fort. Und April, der hat Suzuki überholt in der Konstrukteurshersteller Meisterschaft. Sehr schön. Im Hintergrund noch einmal ein paar Impressionen hier von uns, wie wir da in der Kurve liegen. Im Hintergrund sieht man schön. Ja, schaut eigentlich auch ganz geil aus hier, das TV-Bild. Hier am Anfang, da sieht man so ein bisschen unruhig. Ah, da hätte man können ruhig reingehen, ein bisschen schauen, oder? Jetzt ist es eh schon egal, ob wir jetzt 40 oder 50 Minuten haben. Gut, ordentlich Punkte. Aufgrund dieses guten Sehr schön. Ist seine Zufriedenheit verständlich. Genau. Aufgrund des Resultates ist seine Zufriedenheit verständlich. Dovizioso, der Kampf gegen Baum heute war ein knappes Ding. Leider ging er nicht zu meinen Gunsten aus, aber ich bin mir sicher, ich kriege im nächsten Rennen die Chance auf eine Revanche. Ja, das wird sicher so sein. Moto2 haben wir Los, Zarco, Rabat, Folger. Und hier haben wir Kent, Quartararo, Vasquez. Wo geht das nächste hin? Nach Indianapolis, wenn sie ein paar da 100% Rennen machen würden, sollen, müssen, weil das sind wir dann noch schneller, Brunner sind wir auch noch zu schnell. Ja, am ehesten noch Misano wäre geil, Aragorn ist sehr hart. Indianapolis, schauen wir mal, außer wenn jetzt alle schreiben, sie sind komplett begeistert, dann muss ich schauen, dass ich wieder irgendeinen Termin schaffe, auf 100%. Aber irgendwo werden wir schon wieder fahren. Brunner sind wir ja wahrscheinlich auch zu schnell, befürchte ich fast. Fliegen wir mal hin, dann haben wir das einmal. Machen wir meistens. Perfekt. Optimal. Genau. Gehen wir mal raus. What? Aber müssen wir rüber. Wie wird unsere Rookie-Maschine eigentlich ausschauen? Achso, hier kann man die Landesflagge unten. Ja, ich glaube nicht, dass man Red Bull Rookies...
Ja, vielleicht machen wir mal einen Probelauf, nur zum, dass wir es gesehen haben. Das könnte man ja machen. Da kenne ich leider überhaupt niemand. Obwohl irgendein Holländer ist es der, Bo Benzner, der da ganz gut unterwegs ist. Ja, die gehen wir natürlich immer vielleicht den Red Bull Rookies Special einmal machen. Das könnte ich eigentlich durchmachen. Könnte man durchaus machen. Ja, hier haben wir die Viertakt-Champions, das fahren wir eh gerade mit dem Kollegen Hoffmann. Ja, die sind jetzt leider nicht ganz so der Hit, aber vielleicht ein Rennen können wir ja auch einmal hier bestreiten, dass wir es auch wieder gesehen haben. Rauskommen. Ja, und warum jetzt eine 14er Saison hier dabei ist, weiß ich zwar nicht. Aber gut. Wird schon seine Gründe haben. Ich wollte mir anschauen, wie unsere Suzuki aussieht. Wenn wir das sieht man das mit der Nummer eigentlich? Nein, oder? Also hier sehen wir es nur komplett ohne Nummer. Ja, hier, das wäre auch geil. So, wo sind wir? Was jetzt übersehen? Team Suzuki, da haben wir es. Das wird dann unsere Maschine werden. In 2 Jahren. Ja, lange genug. Das war's, Freunde. Achso, da wollte ich hin. Da sehen wir unsere April nochmal. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Das war der 100% Grand Prix von Sachsenring. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir da ein kleines Feedback, ob ich doch wieder fahren soll. 100% oder sagt nein, bleibt beim 35er, das reicht auch. Also bitte schreibt es fleißig unten rein. Und ja, NHL werde ich mir jetzt auch demnächst zulegen. Das nur kurz noch nebenbei, wer da vielleicht reinschauen will. Und das neue 16er. Einmal ein bisschen anzocken zumindest. Gut, das war's. Danke, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.